liebe Leute von ABZ von 1 bis 9 von Amstel von Osten bis Westen. Hier bin ich wieder, euer lieber Leute, hallo Chris. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Herzlich willkommen an diesem wunderschönen Dienstag und zu ein bisschen Spaß an diesem Tage. Vielen Dank für den Host-Talk. Danke, 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 danke. Und natürlich auch herzlich willkommen zu Deponia Doomsday. Und einen wunderschönen guten Abend, Santal. Und hey ho, Lucy. Schön, dass ihr da seid. Wir sind gestern ein bisschen auf Elysium herumspaziert, haben die Zeit wieder zurückdrehen lassen und haben Dinge getan. Wir haben zum Beispiel eine Made in einem Mixer zerschreddert und wir haben auch ein komisches Eidechsenvieh gebastelt, was gar nicht so schön war. Außerdem sind wir im Computerkern gewesen und haben festgestellt, oha, da sind noch ein 486er mit einer richtig lahmen Festplatte. Und deswegen haben wir der Festplatte erstmal einen Aluhut aufgesetzt. Ich bin gespannt, was dann noch daraus wird. Und wir haben festgestellt, dass Ronny der große Computer ist. Und jetzt haben wir angefangen, Sachen da herzustellen. Und ich bin mal gespannt, was wir mit den Sachen machen können. Heute wird es lustig, sagt Santal, weil er ganz genau weiß, was wir heute schaffen werden. Ich bin mal gespannt, ob er recht hat oder nicht. Ich werde es herausfinden, denke ich mal. Auf jeden Fall haben wir noch in Elysium ein bisschen was zu tun, denn schließlich ist ja Goal immer noch weg und wir wollten direkt daran hindern, wegzugehen, was wir nicht geschafft haben. Aber wir haben auf jeden Fall irgendwelche Samples, um Tiere zu bauen und da habe ich irgendwie Bock drauf und ich freue mich und bin schon voller Erwartung, dass wir Tiere wir wirklich basteln können. So, ja, dann wünsche ich jetzt viel Spaß und viel Vergnügen bei Deponia Doomsday. By the way, wir haben bereits 9,2 Stunden im Game tatsächlich. So, dann gehen wir mal direkt into the game. Wir befinden uns noch im Computerkern. Nö, was wir schaffen, weiß ich nicht, denn ich bin kein Wahrsager. Nicht. Komisch. Seltsam. Aber das mit den Tieren wird toll. Ja, das strebe ich auch an. Wir können hier mit dem Schalter einen kleinen Diener herstellen. Mal gucken, was wir jetzt machen können. Ach, richtig, wir haben Samples. Und zwar haben wir drei verschiedene Samples. Und zwar von unserem kleinen Echsenvieh, von dem kleinen, was war das, ein Ozelot oder so, oder irgend so ein Bärzelot, keine Ahnung. Und von einem Clown, der aus einem Sample aus Rufus besteht. Das ist so, ja. Der Gencode eines Humanoiden mit roter Nase, bunter Haut und einem lustigen Gemüt. Ganz ein Rufus, wer kennt es nicht? Der Gencode eines riesigen Säugetiers. Mächtigen Pranken, gestreiftem Fell und einem sonnigen Gemüt. Beide sonnige Gemüter. Der Gencode eines Amphibischen. Ein wunderschönen guten Abend in Somnia. Schön, dass du da bist. Hornigen Patschehändchen, gelben Schuppen und einem garstigen Gemüt. Ah, da haben wir das garstige Gemüt. Ich hau jetzt einfach mal das Vieh mit den großen Pranken hier in den Datasettenschlitz, um mal zu gucken, ob wir uns einen kleinen Gefährten basteln können. Einfach nur so, weil es geht. Jo! Offensichtlich nicht. Na gut. Dann nicht. Hätte ja sein können. Aber wir können uns doch bestimmt einen zweiten Rufus bauen, oder? Das hat ja bis jetzt immer geklappt. Das hat ja gut geklappt. Habe ich die gleiche Datasette wieder reingepackt? Das ist aber peinlich. Tatsächlich, da ist die Datasette Nummer 2. Ich wusste nicht, dass die Samples von Rufus Hand aussehen, also zu einem Clown führen. Also so zu einem Clown. Das ist ja bedingt lustig. Sehr bedingt lustig. Schön, dann hätten wir das hier bereits ausprobiert. Dann gehen wir doch mal in die Chillout-Zone und gucken mal, was wir da so beschicken können. Wir haben übrigens immer noch nicht die Explosionscodes.
So, der Wolpertinger-Generator. Wir haben mehr als eine Datasette. Wir fangen mal mit der humanoiden Datasette an. Und gucken, ob das geht. Wie geil. Wie geil ist das denn? Farbe, Statur, Behaarung, Gemüt und Extremitäten. Dann packen wir jetzt mal die Datasette 3 in die andere Seite. Nee, warte. Nö. Gut, ich warte. As you like, as you wish. Dann nehme ich halt eben wieder raus. Beim Tisch? Ja, wenn ich den Clown da reinstecke, dann bleibt er doch eh da. Ach, bei dem Tisch. Ja, das können wir natürlich machen. Da können wir erstmal den Clown da reinstecken. Ja. Oh, was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich. Natürlich. Bist du irre? Das ist ja viel zu groß. So kann das doch niemand streicheln. Nimm es weg. Okay. Oh, Alter, einmal den ganzen Clown zerstampft. Das ist böse. Also Streicheltiere müssen klein und niedlich sein, okay? Der ist aber süß. Oh, was soll das denn sein? Ein Streicheltier. Auf jeden Fall ein Streicheltier. Bist du irre? Das ist ja viel zu groß. So kann das doch niemand streicheln. Nimm es weg. Okay, also wissen wir, Streicheltiere müssen klein und niedlich sein. Das bedeutet aber, dass wir eigentlich unser Echsentierchen mit benutzen müssen, denn das ist ja klein. Das ist aber nicht niedlich, das ist garstig. Moment. Nehmen jetzt den Datasettenschlitz, packen da das garstige Tierchen rein. Und auf der anderen Seite den Clown. So. Und jetzt nehmen wir das Gemüt. Genau, ja. Das ist ja schön. Das ist ja sehr schön. Wie viele verschiedene Kombinationen gibt es? Gibt es zu jeder Kombination ein komplettes Tier? Sind die jetzt neu beschrieben? Oder wurden die nur ausgeworfen? Nee, die müssen ja da rauskommen aus dem Generator. So funktioniert das ja nicht. Aber wo ist denn der Knopf zum Benutzen? So. Nee, das bleibt doch so. Aha. Und wenn ich die jetzt in den Tisch reinpacke, dann kommt jetzt das raus, was ich hier reingeschrieben habe, oder wie? Geil! Was soll das denn sein? Ein Streicheltier. Bist du irre? Das ist doch gar nicht flauschig genug. Nimm das sofort wieder weg, bevor es noch jemand sieht. Oh, okay, der beschreibt die Datasetten neu. Das ist ja großartig. Das heißt, wir kriegen jetzt einen bösen Clown? Dafür brauchen. Das ist ja geil. Ich hätte mich wirklich am liebsten alle Kombinationen. Jawohl! Was? Was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich. Natürlich! Bist du irre? Das ist ja viel zu groß. So kann das doch niemand streicheln. Nimm es weg. Okay, das wird sehr interessant. Das könnte jetzt Stunden so weitergehen, bis wir alle Kombinationen durch haben. Also ich weiß wahrscheinlich, worauf das Ganze hinausläuft. Dass wir irgendwie ein behaartes, kleines Etwas haben.
Aber ich finde die Kombination, also allein die Tatsache, dass der. Das, ja. Wenn wir jetzt die Farbe auch noch austauschen, ist das bestimmt lustig. Und die Statur. Das ist die Behaarung? Ich weiß ja nicht. Also wir können halt, wir haben drei verschiedene Module mit jeweils, wie viel waren das? Fünf verschiedenen Attributen? Wisst ihr, wie lange das dauert, bis wir alle durchhaben? Das kann ewig dauern. Ja, okay. Oh, was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich. Ja, auf jeden Fall. Bist du irre? Das ist doch gar nicht flauschig genug. Nimm das sofort wieder weg, bevor es noch jemand sieht. Das könnte sehr, sehr unterhaltsam werden. Ja, ach komm, ist jetzt nicht so schlimm. Was soll das denn sein? Kann man machen. Kann man machen. Bist du irre? Das ist ja viel zu groß. So kann das doch niemand streicheln. Nimm es weg. Okay, das, Oh Gott, das ist echt gruselig. Wir könnten wirklich, also gefühlt unendlich lange damit umherbasteln. Das ist ja echt heftig. Ein grimmiges Alien. Ja, so ein bisschen. Es ist mehr ein gut gelauntes Alien tatsächlich. Sollen wir das jetzt umtauschen, aber ein gut gelauntes Alien. So? Mit Behaarung? Einer bunten Farbe? Tja. Ja, und dieses flauschige Ding, da kann man eine Behaarung umtauschen. Ja, ja, your guess is completely right. Da ist dein Guess vollkommen richtig. Ich mache es jetzt auch tatsächlich nur for the lols. Aus wirklich komplett. Weil ich mir schon denken kann, wo das hingeht. Zum Ende hin so. Das ist wirklich komplett nur for the lols. So. Oder mal gucken. Ja! Oh, was soll das denn sein? Ein Streichel. Er hat halt hinten Schuhe und bist vorne Ohren. Also Menschenohren. Schon geil irgendwie. Weg, bevor es noch jemand sieht. Das wäre so ein Haustier, das würde ich auch nehmen. Kann auch immer machen. Oh, was ist denn da auf der anderen Datasette drauf, wenn hier so ein Kram drauf ist? Komm, wenn das ist doch geil. Was soll das denn? Das ist doch richtig ein gut. Ein Streicheltier natürlich. Bist du irre? Das war ein schönes Alien. Zu groß. So kann das doch niemand streicheln. Oh, ist das schön. Ist das schön. Ja, komm, dann können wir jetzt auch mal so ganz langsam das andere Viech mit reinpacken. Ach, ist das schön. Also wir brauchen auf jeden Fall die Statur von unserer Echse. Wir brauchen die Farbe vom Clown. Ist ganz, ganz wichtig. Dann brauchen wir die Behaarung von dem anderen Viech. Wir brauchen natürlich ein lustiges Gemüt, das ist auch ganz klar. Und es muss auf jeden Fall Hörner haben. Auf jeden Fall. Dann nehmen wir die Kassette raus. Packen jetzt die Datasette von dem dritten Tier rein. Das ist ja nicht niedlich. Du musst schon sehen, dass das niedlich ist. Hörnchen sind immer niedlich. So. Und jetzt nehmen wir den Flausch. Und das reicht eigentlich schon. Wir haben. Der hat jetzt eine Hose an, ne? Das ist ja auch super.
Unser Bärchen hat jetzt eine Hose an. Auch das ist sehr, sehr wichtig. Ja, komm, ist doch super. Oh, was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich. Natürlich. Das ist ja viel zu groß. So kann das doch niemand streicheln. Nimm es weg. Nicht? Schade. Wie viele Tiere, Menschen, Wesen wegen uns sterben mussten. Und da eigentlich nicht wegen uns, sondern wegen dem Gelehrten da, weil der mal sagt, nimm das weg. Also, ne, hier wegen dem ältesten Dö. Ich hätte es ja gut gefunden, wenn man als geheimer Chief ins Wasser. Ja, die 5 Stück von dazu hätte ich auch gut gefunden. Oh, was soll das denn? Ist das nicht gut? Ein Streicheltier natürlich. Bist du irre? Es ist schön flauschig. Aber es ist kein Zobel. Ihm fehlen die typischen Zobelstreifen. Es muss echt ein Zobel sein. Oh, Mann. Ich fand's fast ein bisschen witzig, muss ich sagen. Das sah schon gut aus. Wir sind auf dem richtigen Weg, da bin ich mir ganz sicher. Es muss ein Zobel sein. Okay. Dann nehmen wir die Zobelfarbe auch noch mit. Zack. So. Hat aber noch Öhrchen. Und wahrscheinlich braucht es auch ein Zobelgesicht. Aber wir lassen es einfach mal so, weil wir es können. Ich finde, man sollte auch die Zwischenstationen durchaus mal angucken. Das ist wie beim Programmieren, wenn man sich so die kleinen Teile anguckt, um zu gucken, was bis jetzt passiert ist. Ich finde das ganz gut so. Lass uns einfach mal die Zwischenstation angucken. Das ist wichtig. Eine wunderschöne Möglichkeit, uns Quiz zu verändern. Jawoll! Ich würde auch gerne so aussehen. Was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich. Oh ja. Ich möchte das auch so einen Wolper-Dinger-Generator genau für mich. Richtig. Es ist flauschig, hat Zobelstreifen und zu aggressiv ist es auch nicht. Hey! Welch Wonne! Das fährt wieder zurück, wenn ich die Kassette rausnehme? Oh! Sehr gut. Was soll das denn sein? Ein Streicheltier. Das Ding natürlich. Sieht aus wie eine Made mit Fell. Bist du irre? Ja. Das ist ja viel zu groß. So kann das doch niemand streicheln. Nimm es weg. Schade. Okay. Das fand er schon toll. Ich bin davon noch nicht so ganz überzeugt, ehrlich gesagt. Also wenn wir das Ganze mal ein bisschen serious nehmen, worauf ich eigentlich keinen Bock habe, ehrlich gesagt. Weil jetzt immer schon cool genug ist, für andere Sachen machen können. Die Made von gestern? Nee, die lebt nicht. Die lebt nicht mehr. Das haben wir, glaube ich, verspielt. Das ist im Prinzip der Zobel, bloß in ganz klein. Sie ist auferstanden und hat ein Fell. Geil. So, jetzt gucken wir mal, wie unser Teddybär aussieht. Ja, okay. Oh, was soll das denn sein? Ein Streicheltier. Das Grinsen ist ja der Burner. Das ist ja viel zu groß. So kann das doch niemand streicheln. Nimm es weg. Wenn man sich mal überlegt, dass die ganzen Zeichner da gesessen haben, diese ganzen Kombinationen zu malen. Gott, das ist so großartig. Es ist einfach extrem gut. Ja, der könnte definitiv ein Killer sein. Oh, was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich. Oh ja.
Das ist genau richtig. Genau. Es ist flauschig, hat Zobelstreifen und zu aggressiv ist es auch. Das ist ein Plüschdingsen. Welch Wonne. So, jetzt hat er sein Plüschzobeldingstier. Danke, unbekannter elysianischer Bürger mit frappierender Ähnlichkeit zu unserem Klonbediensteten. Wie das nur kommt! Wie das nur kommt! Du hast einen alten Mann sehr glücklich gemacht. Heißt das, du kommst endlich mit zum Ältestenrat? Natürlich! Ach, Junge. Gott sei Dank! Sag einfach Bescheid, wenn du die anderen beiden überzeugt hast. Eine Plüschmade. Ja, so ein bisschen. So, was haben wir denn noch übrig? Das ist der gefährliche Clown, ne? Ja, schön. Behaupte mal, wir nehmen jetzt das Gemüt und tauschen es aus. Jetzt haben wir unseren Killer-Clown nämlich fertig. Und den packen wir jetzt auf die Bühne. Die schimmelt schon. Ach, weil sie Fell ansetzt. Ja gut, ist ein Punkt. Kann ich nicht Nein sagen, stimmt. So, jetzt unser Killer-Clown. War das der hier oder war das der andere? Mein Publikum enttäuscht. Ich fühle mich wie ein Bündel Schmutzwäsche. Es hätte ja klappen können. Jetzt? Ist die Show einfach schon vorbei? Was für ein miserables Ende. Ich weiß auch gar nicht, warum wir diesen Typen überhaupt unterhalten wollen. Der hat nichts dazu beigetragen und hat auch nichts. Also der trägt auch zu nichts irgendwas bei. Hat eigentlich gar nicht verdient, unsere unsere Performance. Hier. Was soll denn das für ein Clown sein? Ein böser Clown. Ich habe mein Publikum enttäuscht. Ist ja gar nicht lustig. Ich fühle mich wie ein Bündel Schmutzwäsche. Oh, wir müssen wirklich. Ist die Show einfach schon vorbei? Was für ein miserables Ende. Wir müssen wirklich einen blöden Clown für diesen Typen bauen, damit er zufrieden ist, damit er nichts für uns tut. Ist das wirklich so? Bisschen frech ist das schon, oder? Gut, dann nehmen wir jetzt unsere Datasette 2 und bauen da einen richtig geilen Clown. Einen richtig geilen Clown. So, wir tauschen die Farbe. Dann tauschen wir die Behaarung. Easy. Der ist lustig. Und er kriegt eine Mütze auf. Gucke mal. Jetzt haben wir nur noch eine böse Echse. Das ist auch schwierig. Okay. Jetzt schmeißen wir die Echse rein, die uns auf der Datasette des Zobels ist, aber hey. Ja gut! Was soll denn das für ein Clown sein? Der ist ja nicht. Die schimmelt noch nicht, das muss so sein. Sonst ist die ja nicht flauschig und flüschig. Ich fühle mich wie ein Bündel Schmutzwäsche. Eier. Wie jetzt? Ist die Show aber schon vorbei? Was für ein miserables Ende. Ich weiß ja gar nicht, warum uns das überhaupt was angeht, dass er sich beschwert. Aber egal. Wir packen jetzt einmal den Clown da rein. Bravo! Großartig! Da Capo! Da Capo! Warum? Ich wusste, der sich das Zeug zum Erfolgsproduzenten haben. Nach wie dabei vielen ich noch nicht mal damit Nebenversuchen? Urlaube zu streichen. Haha. Er ist gut. Aber um den Laden voll zu bekommen, vielleicht doch ein bisschen zu anspruchsvoll. Ein bisschen zu anspruchsvoll? Er steht da und tut nichts. Ich würde sagen, das ist bildende Kunst. Irgendwie.
Ich verlange nun endlich vorgelassen zu werden. Ich brauche die Audienz heute. Und du sollst sie bekommen. Immerhin habe ich die Situation hier endlich wieder im Griff. Sag mir einfach Bescheid, wenn die anderen beiden soweit sind. Und bis dahin genieße ich mein Essen und Trinken in geselligem Ambiente. Na, Postmahlzeit. Also wirklich. Also ich habe keine Fehlversuche gesehen. War doch First Try auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich habe auch keine anderen Versuche gesehen. Das war easy First Try. Easy go. Das heißt aber, wir haben jetzt hier den Onkel auf dem Spa noch, ne? Kommst du jetzt endlich mit? Nein, ich bestehe auf eine weitere Massage. Aber diesmal von einem Profi. Ach, wo sind nur die Klonbediensteten, die sonst immer defekte Roboter ersetzen? Ja, wo sind die wohl? Haben wir hier keinen Datasettenschlitz? Tja, dann müssen wir uns wohl... Och nö, dann müssen wir uns wohl einen klonen. Und zwar auf der letzten Datasette, die wir noch haben. Ja, wieso bekomme ich den nicht? Oder ist der jetzt einfach eingescannt und da läuft der jetzt rum, weil die Datasette da drin ist? Das wäre ja lustig. Ja, tatsächlich! Wie geil! Es ist so schwer, gute Arbeitskräfte zu erfinden. Ja, geht so, ne? Und... jetzt alles zu deiner Zufriedenheit. Von wegen. Schau dir mal das Ungetüm an, das Ronny mir da geschickt hat. Ja und? Wieso? Ist doch lustig. Lustig? Er ist viel zu groß. Er hat Schuppen. Das sind doch nicht die Hände eines Masseurs. Ist es wirklich zu viel Alter. Verlangen, einen menschlichen Masseur mit kräftigen Händen und ohne Fell oder Schuppen zu bekommen? Wow. Müssen wir jetzt die Datasetten noch weiter austauschen? Alter. Ohne Fell, ohne Schuppen. Ja, kriegen wir hin. Verdammt. Das hätten wir noch anders ausprobieren müssen. Einfach nur einen Clown schicken sollen. Dass das auch noch einen Effekt haben kann. Ah, schwierig. Wie jetzt? Ist die Show aber schon vorbei? Was für ein miserables Ende. Ja, ist mir egal, was du da erzählst. Ich muss jetzt den Ältesten massieren. Okay, wir brauchen etwas Sinnvolles. Etwas, was massieren kann. Und keine Schuppen hat. Wollen wir mal gucken. Ohne Schuppen. Mit Hose. Kräftig haben wir. Der muss ja nicht lustig aussehen. Reicht das schon? Oder braucht der... Nee. Reicht das schon? Wie kriegen wir den andere... Ah, so kriegen wir andere Hände. Alles klar. Das sieht ja aus. Aber immer noch andere Oberarme. So, das
könnte lustig werden. Glaube ich. Gut. Ich möchte jetzt den Kerl in der Unterhaltungsbranche nicht nochmal. Wir packen jetzt einfach unseren Masseur da rein. Ja, perfekt. Und jetzt alles zu deiner Zufriedenheit. Von wegen. Schau dir mal das Ungetüm an, das Ronny mir da geschickt hat. Wieso? Ist doch lustig. Lustig? Er ist viel zu groß. Das sind doch nicht die Hände eines Masseurs. Ist es wirklich zu viel verlangt, einen menschlichen Masseur mit kräftigen Händen und ohne Fell oder Schuppen zu bekommen? Müssen wir da jetzt einfach nur einen Clown hinstellen? Ist das sein Ernst? Der ist doch viel zu groß. Ich gebe dir gleich viel zu groß. Wenn ich dem jetzt diese Lauchfigur von dem Clown gebe, dann hat er doch gar keine Kraft. Ich komme mir so ein bisschen vor wie so ein Disc-Jockey, der ständig Disketten rein und raussteckt. So, also. Das ist zwar schon nicht schlecht, das reicht aber noch nicht. So. Das ist der Clown. Das vielleicht so. Ich habe so vermutet, dass es vielleicht doch eine weitere Tasette geben könnte, womit das dann zum Erfolg führt. Keine Ahnung, wo soll ich die denn herkriegen? Ich wüsste auch nicht, welches Tier ich noch oder welchen Sample ich noch einscannen könnte. Wir sind ja letztes Mal schon durch das ganze Elysium durchgelaufen, also da, wo wir hinkommen. So. Gucken wir doch mal. Ja, genau das. Genau das. Genau das. Und jetzt alles zu deiner Zufriedenheit. Von wegen. Was? Schau dir mal das Ungetüm an, das Ronny mir da geschickt hat. Wieso? Oh. Ist doch lustig. Lustig? Das sind doch nicht die Hände eines Masseurs. Ist es wirklich zu viel verlangt, einen menschlichen Masseur mit kräftigen Händen und ohne Fell oder Schuppen zu bekommen? Das ist aber echt der allerschlimmste von der Sorte. Das sind doch nicht die Hände eines Masseurs. Ja, wo kriege ich denn Masseurhände her? So, jetzt haben wir einen kompletten Clown. Auf der...
Der hat keine Schuppen. Der ist nicht viel zu groß. Und ja. Müssen wir eventuell noch die Hände austauschen? Das Gemälde kommt mir irgendwie bekannt vor. Gab es da nicht jemanden, der bei Pokémon immer das gemacht hat? Wer denn? Bei Pokémon? I don't know. And I do not remember. Keine Ahnung. So, haben wir jetzt den Clown auf der Clown-Kassette? Ja! Sehr gut. Dann lassen wir ihn auch da drin. Dann gehen wir in die Chill-Out-Zone und gucken mal, ob sich der große Herr immer noch beschwert. Und jetzt alles zu deiner Zufriedenheit. Von wem? Alter! Schau dir mal das Ungetüm an, das Ronny mir da geschickt hat. Wieso? Ist doch lustig. Lustig? Das sind doch nicht die Hände eines Masseurs. Ist es wirklich zu viel verlangt, einen menschlichen Masseur mit kräftigen Händen und ohne Fell oder Schuppen zu bekommen? Das sind nicht die Hände eines Masseurs. Was sind denn die Hände eines Masseurs? Offensichtlich keine Clownhände. Offensichtlich. Ach, da weißt du den Namen nicht mehr? Ja, schade. Aber es gibt bei Pokémon so viele verschiedene Charaktere. Der Typ äfft dich ab? Ja, mich auch. Das ist. Jetzt müssen wir halt die Datasette von unserem Flüschchen nochmal zurückholen. Leider. Und müssen jetzt den perfekten Masseur, den perfekten Clown und das perfekte Plüschtier zusammenbasteln. Und ich habe keine Idee wie, aber das kriegen wir schon hin. Das ist Le Clown. Das hier ist Le Plüschtier. Das ist nicht Le Plüschtier. Das ist die falsche Datasette. Huch, immer diese verkehrten Beschriftungen. Ah, wie das doch passieren konnte. So. Wir geben das so. Ist das was? Denk schon, oder? Obwohl, vielleicht machen wir das so. Ist auch nicht so geil. Wir nehmen das mal so und gucken, was passiert. Vielleicht ist ja unser Nummer 2 auch mit seinem kleinen Plüschtier zufrieden. Ein Streicheltier natürlich. Natürlich. Oh ja, das ist genau richtig. Es ist flauschig, hat Zobelstreifen und zu aggressiv ist es auch nicht. Also er will im Prinzip nur was Flauschiges mit Zobelstreifen. Der Rest ist egal. Welch Wonne. Das ist ja super. Dann ist ja eigentlich sein Anspruch am einfachsten. Was war denn jetzt was? Ja! Ja! Oh. Was? Ist das gut? Und jetzt alles zu deiner Zufriedenheit. Au. Ja! Haha! Ha.
sag mir Bescheid, wenn die anderen beiden bereit sind. Okay? Cool. 2 von 3. Ja, aber dann muss doch das ja auch ausreichen. Das muss doch lustig genug sein, oder nicht? Verdammt! Was soll denn das für ein Clown sein? Der ist verdammt. Ja nicht einmal bunt! Ich habe mein Publikum enttäuscht. Ich fühle mich wie ein Bündel Schmutzwäsche. Jetzt ist die Show aber schon vorbei? Was für ein miserables Ende. Buh. Der ist ja nicht mal bunt. Okay. Boah, das wird anstrengend. Das wird so anstrengend. Flauschig, nicht zu aggressiv und klein. Computerkern. So, dann nehmen wir von dem... So, Moment. Im Prinzip brauchen wir nur die Hände von dem Zobel. Der muss auch nicht lustig sein, ne? Ah, der darf aber keine Schuppen haben. Normale Statur, Bärchenhände. Unser Clown muss bunt sein. Ich hoffe, das reicht. Oder wir tauschen das nochmal aus. Aber dann hat der Schuppen. Wir lassen es erstmal so. Super. Was soll denn das für ein Bunter? Der ist ja gar nicht lustig. Ich habe mein Publikum enttäuscht. Ich fühle mich wie ein Bündel Schmutzwäsche. Der ist ja gar nicht lustig. Wie jetzt? Was? Okay. Sehr ist ja gar nicht lustig. Na gut, dann eben nicht. So. Mein Publikum enttäuscht. Ich fühle mich wie ein Bündel Schmutzwäsche. Er braucht den Hut. Oh. Wer hat denn den Hut?
Der Hut hat. Och. Okay, dann kriegen die Hörnchen, kriegt dann das Plüschtier. Boah, das wird ja echt jetzt. Das wird ja ein Getausche, Alter. So, das Plüschtier kriegt die Hörnchen. Nicht ganz. So. Ich hoffe, das funktioniert noch. Gut. Der ist immer noch zufrieden. Das ist gut. Jetzt hauen wir hier den Clown rein. Das Zeug zum Erfolgsproduzenten habe. Und dabei habe ich noch nicht mal damit angefangen, Urlaube zu streichen. Ja, ich glaube, das Plüschtier möchte, also das da möchte ich als Stofftier haben. Das ist bestimmt sehr flauschig und sehr cool. Jetzt haben wir schon wieder 2 von 3 und ich hoffe, dass Mr. Spa jetzt auch zufrieden ist. Was ist denn hier passiert? Oh! Ja gut, das konnte ja keiner an. Ich glaube, da. Oha! Da hat wohl der Masseur ein bisschen durchgedreht, wa? Aber es soll genauso flauschig sein wie im Spiel, ja, auf jeden Fall. Komisch, alle weg. Ich wusste ja schon, dass Rufus wieder alles zerstört, aber so? Ja, also, das, wie sieht's denn im Spa aus? Ja, genau, oh, ungünstig, sehr ungünstig. Jetzt läuft hier irgendwo ein böser Masseur frei rum und tötet Menschen. Jemand zu Hause? Nein! Verschwinde! Aha! Hier versteckt ihr euch also. Nicht doch die Tür auflassen. Schnell, warum komm denn an? Nicht? Au, ist das eng. Geil. Und so glitschig. Psst, jetzt. Sie sind noch da draußen. Wer ist da draußen? Fulox. Sie sind überall. Ach, wie konnte es nur dazu kommen? Ja, das war ich mir auch. Aber wenn wir uns mit Schuldzuweisungen aufhalten, sollten wir uns lieber auf das Problem konzentrieren. Du hast recht. Im Ältestenrat gibt es eine Notfallkonsole. Aber wie sollen wir da jemals hinkommen? Der Weg zum Fahrstuhl ist viel zu gefährlich. Da kommt Sinn. Da draußen ist alles frei. Eben. Keine Spur von... Huch! Ich wüsste einen Weg. McChronicle! Ach du. Sag mal, musst du dich so ranschleichen? Was treibst du da überhaupt? Ich habe einen Belüftungskanal gefunden, der den ganzen Aufzugsschacht entlang führt. Kein leichter Aufstieg, aber immer noch besser als die offensichtliche Alternative. Wir müssten nur irgendwie dieses Gitter aufbekommen. Den ganzen Lüftungsschacht bis zum Ältestenrat? Ja. Ich weiß nicht. Ach, wir
Es kommt bestimmt bald Hilfe. Wow. Und wir haben noch 2 Stunden Saunazeit übrig. Wow. Okay. Rufus ist cute. Rufus ist voller Lauch. Ihh, wir können Schweißperlen einsammeln. Was soll das denn? Ist das Eckerle? Monty Arnold, bester Sprecher für Rufus. Brah, und nun? Ja, gute Frage. Was macht man mit so Schweißperlen? Das ist die beste Frage, die man sich stellen kann, tatsächlich. In die Kohle damit! Rück doch mal! Hier eine Wasserkelle vielleicht? Wenn ich doch nur etwas flutschiger wäre. Oh, das ist ein Armband. Schlechte Idee. Das ist der älteste Deux, das ist der älteste Trois. Das ist das Gitter. Und Rufus ist übrigens derjenige, der die Fuel-Logs erstellt hat. Aus dem Zukunftssinn. Also er ist dafür verantwortlich, dass alles so passiert, wie es passieren muss. I don't care about the body, he's cute. Okay, das ist in Ordnung. Geht klar. Hey, was tust du? Erstmal alle anfassen. Was soll das denn? Das kann nichts. Das Gitter kann nichts. Was können Dinge? Oh Gott. Was können Dinge denn? Ach, wir können es mit dem ganzen Schweiß einreiben. Ih, wie eklig. Hübschiger geht nicht. Wow. Au, Scheiß. Okay. Nochmal Schweißperlen aufsaugen. Das ist schon ein bisschen eklig. Igitt. Wow. Ich werde noch ganz glitschig. Leider noch nicht glitschig genug, um mich von der Stelle zu bewegen. Wow. Was soll das denn? Was? Sauna? Eine Saunakohle ist heiß? Ja, das ist eine Erkenntnis, die uns auch komplett jetzt ganz neu ist, tatsächlich. Glitschiger geht nicht. Bah. Oh, okay, das habe ich nicht kommen sehen. Das war eigentlich nicht gedacht. Was soll das denn? Erstmal schön mit der Kelle einfach poolen. Aber wenn ich jetzt die... Wenn ich jetzt die Kelle habe, was will ich denn damit? Ich kann ja nur Kohle aufsammeln. Oh, ins Handtuch vielleicht? Was tust du? Ich lote unsere Optionen aus. Nun, das war keine. Das habe ich auch festgestellt. Danke, aber meine Hände sind trocken. Und was war das jetzt? Ein Test. Du hast bestanden. Was? Ja, das war klar. Da können wir ganz kurz. Scheiße. Was können wir denn mit dem? Ah. Zu weit. Hey, findest du das lustig? Nee, so bekomme ich das nie auf. Boah, das ist so eklig. Bra, und nun? Schön nochmal rumkommen, damit wir uns bewegen können. Boah, das ist... Oh.
Hübsche Gang geht nicht. Das ist echt ekelig. Boah, pfui. Nee, so bekomme ich das nie auf. Was soll das denn? Danke, aber meine Hände sind trocken. Nee, so bekomme ich das nie auf. Das stimmt leider, aber was können wir stattdessen machen? Wir haben den ältesten Dö, den ältesten R, den ältesten, wir haben drei ältesten. Wir haben die Fulux, ein Handtuch, Kohle und eine Wasserkelle. Ich habe keine Ahnung, wie die Geschichte weitergeht. Irgendwas muss doch gehen mit der Wasserkelle. Hey, was tust du? Wenn ich das so genau wüsste. Was soll das denn? Was soll das denn? Naja, ich dachte, wir könnten da irgendwie... Ich finde auch los, jetzt wir das Handtuch haben, aber irgendwie... Ah! Doch nicht so rum. Da, der Weg ist frei. Na dann, nichts wie raus hier. Denke wie Rufus, sei Rufus. Sie sind überall. Jetzt haben Sie Frau Zinkel entdeckt. Schnell, Frau Zinkel, fliehen Sie. Nein, nicht da rein. Wer ist denn Frau Zinkel? Da geht der Waffelstand. Oh. Als ob Rufus jetzt natürlich nur ein Handtuch dabei hat. Das war aber ungemütlich. Wo bleibt ihr denn? Alle zu vier gleichzeitig! Wissen wir schon. Warum brennt denn plötzlich schnell, alles? Aktivier die Notfallkontrolle. Oh nein. Kann sich irgendjemand an die Codes erinnern? Die stehen auf einem Zettel im Notfallcodefach. Gut nachgedacht. Wie ist der Code für das Fach? Warte, das kriege ich raus. Ernsthaft? Das ist sozusagen meine Spezialität. Wirklich, Rufus? Sie haben die Sushi-Fontäne entdeckt. Nicht doch die Champagner-Duschen. Nein, alles nur nicht die Champagner-Duschen. Nicht doch die Champagner-Duschen. Eins. Du schaffst das. Zwei, drei. Oh. Gut machst du das. Oh. Die schönen Marmorflecken. Nicht auf die Champagner duschen. Oh, der Blatt. Ach, so ein Rätsel ist das. Ja, die kann man mehrmals reinschieben. Die Champagner duschen. Oh, das ist ja noch schlimmer als gedacht. Ja, es ist ein Minigame. Ich glaube, Poki mag Minigames. Oh. Du schaffst das. Wir glauben an dich. Gut machst du das. Oh nein! Aha! Ja, Poki macht noch Minigames, genau. Lucy mit Champagner überkippen. Du jawohl! Das. Da, ich hab die Codes. Zu spät! Sie klettern die Mauern hoch! Nein! Lies vor! Geht ja schon los. Alpha, Alpha, Gamma, Gamma. Dieser Code ist voll der Hammer.
Sie kommen durch den Lift. Was? Gamma Beta, Abbruch lieber jetzt als später. Es funktioniert nicht. Weil das die Abbruchcodes sind. Was? Die richtigen Codes stehen auf der Rückseite. Ja, ja, Sie haben meinen Ball. Oh. Beeilung. Hä? Moment. Da, Alpha, Beta, Gamma, Zeta. Nicht so schnell, nicht so schnell. Verdammt! Verdammt! Hat sich jemand die... Das gibt's doch nicht! Hey, wer ist da? Zimmerservice, okay? Ein Klon? Sind etwa die... Ja, verdammt! Dann mach aber... Okidoki! Kontrollrad. Ja. Ich sagte doch, ich gehe campen. Von wegen. Ich weiß, dass du vorhast, Kühltes nach Deponia zu begleiten. Aber daraus wird nichts. Du wirst hier bleiben. Verstehst du? Ach ja? Warum sollte ich? Weil ich sonst die Selbstzerstörung aktiviere. Bitte was? Okay, ich kann dich nicht mehr ernst nehmen. Mach, was du willst. Ich rede nicht mehr mit dir. Das ist so unfair. Hey. Was tust du? Ich leite die Selbstzerstörung ein, wie versprochen. So. Das wagst du nicht. Na dann pass mal auf. Alpha, Alpha, Schupidu. Och nö. Dieser Code ist voll der Hammer. Obwohl, nein, stopp. Das waren die Abbruchcodes. Was murmelst du denn da? Jetzt hab ich's. Alpha, Beta, Schnuppel, Wuppel. Och nö. Und so. Gut gemacht. Du hast die Selbstzerstörung. Ich bin ein Genie. Du hast nur 30 Sekunden Zeit, um Elysium zu evakuieren. Wenn ich Daumen hätte, würde ich sie jetzt drücken. Okay, das ist krass. Zum Glück weiß ich, dass du das nicht durchziehst. Na los, schalte das ab. Dumm, ich sehe dich nicht den Fahrstuhl anhalten. Was? Okay, du hast gewonnen. Ich warte hier unten auf dich. Und nun, Abbruch. Nichts leichter als das. Das werden wir gleich haben. Noch 20 Sekunden! Alter! Alpha, Beta, Epsilon! Nee, wie war das? Oh nein! Fing mit Alpha an! Ich hab doch schon gesagt, dass ich hier bleibe. Hetz mich nicht! 10 Sekunden! Oh nein! Irgendwas ist... Voll, voll der Hammer! Hörner. Der Hammer! Du sagst es! 5, 4... Ja, ich weiß! 3, 2... Boom! Nein, warte. Du bist... Wer zum Henkel bist du? Wer zum Henkel? Aber du kannst mich ruhig Rufus nennen. Eine tolle Zukunft habe ich da. Du hättest beinahe Elysium gesprengt. Auch nicht viel besser als das, was ihr mit Deponia vorhabt. Warte mal. Du bist Deponianer? Dann ist es wahr. Es gibt Leben auf Deponia. Ja? Womit sich die Inspektionsreise wohl erübrigt hätte. Im Gegenteil. Deponia ist bewohnt. Ich muss es einfach sehen. Wozu? Du sprichst bereits mit der Creme de la Creme. Als ob. Der Rest ist genau wie der da. Noch ein Deponianer? Genug gesehen? Super. Wir haben nämlich nicht viel Zeit, um die Ewigkeit zu genießen. Oder um den Teufelskreis zu durchbrechen. Ach, hier wird heute gar nichts mehr durchbrochen. Ich bin auf Elysium. Mit Goal. So, das lassen wir jetzt einfach mal so. Wovon redet ihr denn da? Tja. Wir sind in eine Zeitschleife geraten. Wenn wir nichts unternehmen, wird sich dieser Tag auf ewig wiederholen. Eben drum, das muss ja nichts Schlechtes sein. Wow, das klingt aufregend. Ja. Funzone? Nein. Funzone? Yes. Dort steht mein Protokoll. Was? Das war die ganze Zeit da? Das ist die Quelle der Anomalie. Ein richtiges Abenteuer. Ist noch Zeit, mein Detektivset zu holen? Krass. Sag, gibt's noch? Wir gehen nirgendwo hin. Das klingt nicht gut. Das Hochboot. Tja, damit wäre das wohl entschieden. Aber... Und sie lebten glücklich und zufrieden. Ohne überhaupt in
Nähe des Endes aller Tage zu kommen. Wow. Klaatu Virata Negaholtarine. Man kennt es. So. Ja, das gefällt mir, wa? Jedem gefällt es, mit Champagner übergossen zu werden. Ganz ehrlich, das machen nur reiche Leute, weil Champagner scheint zu teuer ist. Moin, und warum hat mir Twitch keine Nachricht geschickt? Weiß ich nicht, warum Twitch dich nicht benachrichtigt hat. Hast du das E-Mail-Benachrichtigung oder hast du eine App? Weil meine App, die benachrichtigt mich eigentlich ständig, wenn andere Leute, die ich abonniert habe oder denen ich folge, mit ihnen live gehen. Aber ansonsten hättest du ja auch wissen können, dass ich um 18.30 Uhr live gehe, weil ich es erstens gesagt habe und zweitens es auch auf meiner Twitch-Seite steht, wann ich streame. Also alles machbar. Und auf Twitter habe ich es auch geschrieben. Also es gibt genug Möglichkeiten, dem nicht zu entrinnen, wenn man möchte. Ja, macht es bei mir auch. Die habe ich auch schon von einigen Leuten gehört, dass Twitch sich da irgendwie nicht drum schert, wenn zu benachrichtigen. So. Mann, Chris, aber man achtet nicht immer auf die Zeit. Das stimmt. Da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir vollkommen recht. Goal ist einfach nur super. Ja, da bin ich auch voll dabei. Obwohl sie noch, finde ich, so ein bisschen. Oha! Was sind das für Dinger? Ich verstehe das auch nicht. Das war doch in der letzten Schleife. Die dürfen gar nicht hier sein. Das stimmt. Hubert, wir werden in alle Ewigkeiten von Fjulox getötet. Das ist aber eine tolle Zeitschleife. Gewesen haben. Sein. Toll, es sind doch nicht so viele. Es sind nur ein paar Fjulox. Also so viele können es ja nicht sein. Schließlich heißen sie nicht umsonst Few. Und Few ist immer wenig. Brave Fjulox. Gute Fjulox. Überhaupt nicht hungrige Fjulöckchen. Wo kommen die wohl her? Naja, Rufus hat sie auf jeden Fall hervorgeholt, aber eigentlich hätten sie nicht da sein dürften. Brave Fjulox. Gute Fjulox. Überhaupt nicht hungrige Fjulöckchen. Haben wir denn eine Alternative? Haben wir überhaupt keine Möglichkeit, irgendwas zu tun? Oh Gott, das kann man fast nicht sehen. Was soll das? Willst du uns umbringen? Nein, das wollte ich nicht. Das hat Bob bei Yoda gelernt. Komm schon, mach die Tür zu. Ich hab Höhenangst. Ist sie größer als deine Angst, von den Fjulox zerfleischt zu werden? Gute Frage. Ist genug, dass ich immer einen Fallschirm im Rucksack habe. Sehr gut. Ein Fallschirm? Sagte ich Fallschirm? Ich meinte... Schallzwirn! Denk nicht einmal dran! Doch! Und tschüss! Festhalten! Nein! Stopp! Müssen wir so schnell fallen? Ich fürchte ja! Immerhin ist der Fallschirm nur für eine Person ausgelegt! Oh, wir sind zu schwer! Rufus, alles klar bei dir? Oh, Rufus ist im Himmel. Klar. Du und ich, wir haben mal die Welt gerettet. Gelernt den Satz von bei Yoda, du hast. Ich dachte, wir könnten damit alles noch besser hinbekommen. Ohne, dass ich am Ende in den Tod stürze und so. Aber jetzt ist alles noch viel schlimmer. Und das Beste, auf das ich hoffen kann, ist, die alte Version wiederherzustellen. Elysium wird fallen, du wirst mich hassen. Oder Fjulox werden über den Planeten herrschen. Klingt so, als hätten wir viel durchgemacht. Oh ja, das kann man gut sagen. Dann habe ich gute Nachrichten. In diesem Zeitstrang hasse ich dich noch nicht. Yay! Ich finde das alles sehr aufregend. Yay! Zeitreisen, Fjulox, Fallschirme. Dabei hat der Tag gerade erst angefangen. Wenn ich bedenke, was morgen noch alles passieren könnte. Dafür müsste es erst einmal ein Morgen geben. Das klingt stimmt. Für mich nach Abenteuer. Dann wasch dir mal die Ohren. Wir wissen ja nicht mal, wo wir hier gelandet sind. Wie sollen wir es denn bis heute Abend nach Kuwak schaffen? Dann ist es halt knapp. Na und? Ist das wirklich ein Grund, dich in einem Erdloch zu verkriechen? Sie ist so optimistisch. Der würde bestimmt niemals aufgeben. Wo ist er eigentlich? Wie bitte? Das ist schon mal die Höhe. Haben wir eine andere Möglichkeit, außer ihre Hand zu nehmen? Nee, ne? Wenn ich eines niemals tue, dann ist das...
Au! Au? Pf geben. Aha. Den juckt es schon, dass Elysium jetzt Fjulok verseucht ist. Oder dass wir alles verändert haben, was Deponia vor der Sprengung bewahrt hätte. Hauptsache ist, ich lebe noch. Alles andere ist unwichtig. So ein Ego! Ich wollte nie mehr Fun freigeschaltet. Welt retten, check. Na gut, sie war schon mal geretteter als im Moment. Ja. Niemand kann mich zwingen, den ganzen Käse noch einmal durchzustehen. Nicht. Alles, was ich tun muss, ist diesen dämlichen Zeitloop zu durchbrechen. Ja, aber wie denn? So lautet die Stickerei auf meinem Familienkissenbezug. Das ist die richtige Einstellung. Genau. Sie ist aber schon am Zweifeln, ja? Wie geht es nach Kuwak? Okay, das war bedingt seltsam. Aloha, Fichtenmoped. Dass ihre Datasette in drei Teile geteilt wurde, weiß ja was. Weiß dazu, wenn ich das Rufus 2 von 3 möglichen Küssen bekommen hat. Ja! Ja! Es ist aber genau das eingetreten, was ich zu Anfang bei dem ersten Loop auch schon gesagt habe. Wenn man versucht, die Vergangenheit zu verändern, macht man es letztendlich immer nur noch schlimmer als besser. Egal, was man macht. Deswegen ist es nicht gut, die Vergangenheit zu beeinflussen. Aber auf mich hört ja mal wieder keiner. Und Rubus hätte den Ego-Spruch auch nicht Gol gegenüber machen müssen. Weil dann sinkt er in ihrem Ansehen. So. Ich lese mir nebenbei den Wiki-Eintrag von Rufus durch und bekomme Werbung für heiße Unterwäsche für Frauen. Aha. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Okay, dann gucken wir doch mal, wo wir hier sind und was es hier alles soll. Sieht aus wie ein kaputter Vergnügungspark. Und da ist ein nackter Mann in einer Tunika, der Dinge auf ein... Wahrscheinlich schreibt er die 12 Gebote, man weiß es nicht. So weit zurück in die Zukunft, genau. Oder wie bei C und C3, das ist kein guter Vergleich, aber ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Genau so. Schaut mal, Kinder, es ist Kifke, das verschollene Mitglied der Meißelmännchen. Da ist so viel falsch dran und so lustig. Kifke, das verschollene Meißelmännchen. Oh nein. Schön. Mag ich. Ah, da bist du ja wieder. Was? Es funktioniert nicht. Kennen wir uns? Ich dachte schon. Ach. Das wüsste ich aber. Ich auch. Kann mich sogar an Dinge erinnern, die noch gar nicht passiert sind. Dann funktioniert es vielleicht doch. Was denn? Funktioniert. Das Prophetentum. Ich sehe Dinge voraus. Oha. Und ich spreche mit unserem Schöpfer. Oha. Wir gehen das Clubgelände. Keine Sorge. Im Augenblick tue ich weder das eine noch das andere. Aha. Meißelblockade. Meißelblockade. Beim vierdreiviertelten Gebot. Vierdreiviertelten? Ja, das dritte ist etwas länger geworden. Ach so. Ja gut, okay. Der Platz auf dem Stein ist begrenzt. Dazu kommen die hohen Lokalisierungskosten. In mehreren Sprachen? Redest du und redest du. Könnte fast von Labern sprechen. Aber nur fast. Ursprünglich sollten es nur 3 Gebote werden. Ach so. Aber ich habe das Gefühl, mir fehlt noch ein guter Abschluss. Okay. Unglück. Du bist genau an den richtigen geraten. Genau. Wie wäre es mit, du sollst nicht langweilen deinen Nächsten? Das ist auch sehr schön. Kann man die Vergangenheit verändern, wenn man in die Vergangenheit reist, wird diese ja zu deiner Zukunft und die kann nicht von deiner Vergangenheit geändert werden. Das kommt ganz drauf an, welches Zeitparadigma betrachtet. Welches Zeitparadigma man betrachtet. Es gibt ja verschiedene Theorien und die logischste. Also auch, naja, also die man sich als Mensch am leichtesten erklären kann, ist eigentlich die, die bei Zurück in die Zukunft benutzt wird. Wenn du die Vergangenheit reist und deine Vergangenheit änderst, dann gibt es quasi eine zweite Zeitschiene, die dann deine Zukunft wird auf Basis deiner Vergangenheit. Während die andere Zeitschiene weiterläuft. Bis zu dem Zeitpunkt, wo du in die Vergangenheit reist. Und dann läuft alles ohne dich weiter, logischerweise.
Das ist so die Idee bei Zurück in die Zukunft. Es gibt auch noch viele andere. Zum Beispiel jedes Mal, wenn du etwas änderst, tut sich eine Parallelwelt auf, in der es dann weiterläuft, während die andere Parallelwelt eben neben dir läuft und nicht mehr hingehen kommt. Murmelmurmel, Zeitparadoxe, Murmelmurmelmurmel. Ja, ja, genau so, genau so. Also da kann man ganz viel erklären, es gibt auch ganz viele Theorien zu dem ganzen Zeitkram. Und ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht, welches hier greift in dem Spiel. Ich weiß es immer noch nicht. Weil so viele Sachen eigentlich gar nicht passieren können, die gerade passiert sind und dann keinen Sinn ergeben. Das ist so, ja. Wenn man keine Ahnung hat, einfach so, ja. Das ist so ungefähr so, wie viele Gebote möchtest du noch schreiben? 3 oder 4? Ja. Also, was wollen wir unserem Propheten denn raten? Denn wir kennen ja offensichtlich die Zukunft, weil wir sie schon mal im Traum gesehen haben und erlebt haben in Folge von 3 Spielen. Wie wäre es mit, du sollst nicht langweilen deinen Nächsten? Oder wie wäre es mit, du sollst nicht leicht beeinflussbaren dein Weltbild aufquatschen? Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Bei Zurück in Zukunft 1 hat es wunderbar gezeigt, wo der Sohn dazwischen gefunkt hat, damit seine Eltern sich nicht treffen und er beinahe verschwunden wäre. Also aus der Zeit, so wie Doc gesagt hat. Ja, genau. Ist es ein PC oder ein Mac? Ja. Genau. Und was für ein Konsolenfan bist du? Nein. Was ist deine Lieblingseissorte? Ja. Es ist so einfach, mit Ja und Nein Sachen zu beantworten. Man kann sich das Leben so einfach machen. Schwarz-Weiß, 1-0, Ja, Nein. Wenn man irgendwann mal im Krankenhaus eingeliefert wird, nach einem Unfall, und der Arzt fragt, wo tut's denn weh? Ja. Ganz einfach. Ganz einfach. Ist auch immer sehr präzise. Das hier wäre übrigens auch ein sehr, sehr schönes Gebot, was man unbedingt auf so eine Gebotstafel meißeln sollte. Du sollst großzügig Hammer und Meißel an Fremde verborgen. Ganz wichtig. Ja, Eis gibt es bestimmt im Rewe oder Lidl. Ja, natürlich. Wie laut überhaupt ein drittes Gebot? Das ist auch eine gute Frage. Oder eben, ich sollte die Kreise deines kreativen Prozesses vielleicht nicht weiter stören. Was ist dein Hobby? Professioneller Ja-Sager, nicht Wahrsager. Nein, Ja-Sager. Nein, ja, doch. Also, ich persönlich bin ja professioneller Vielleicht-Sager und gebe niemals ein eindeutiges Statement zu einer Meinung ab. Auch das kann man gerne machen. Das hilft aber keinem. Wie lautet überhaupt dein drittes Gebot? Mach niemals mehr als 3 Gebote, es sei denn, das dritte endet mit... Oh! Ja? Das war's. Oh. Verstehe. Mach niemals mehr als 3 Gebote, es sei denn, das dritte Gebot endet mit... Okay, das ist doof. Das ist ein blödes drittes Gebot tatsächlich. Da bist du nicht alleine. Vielleicht ist die beste Antwort. Ich habe tatsächlich einen Bekannten, einen guten, sehr guten Bekannten oder ehemaligen Klassenkameraden, der sich seit geraumer Zeit bei mir darüber aufregt, dass ich niemals eine klare Antwort gebe. Das ist nicht immer gut. Dann kommt so, oh, du bist ja nie konkret. Jetzt sag doch mal. So, nö. Also, das ist nicht immer gut. Das kann auch zu Problemen führen. Aber ich bin ja hier kein Lebensweisheitengeber. Chris... Nee, ja, Eis. Ja, Eis. Wie man es auch immer schreibt. Gibt ja auch Ja-Milch. Und diese Ja-Produkte meine ich nicht, dass man es kaufen kann. Ja! Das sind aber Produkte, die kommen von... Ist das Rewe-Produkte? Ich glaube, ne? Ja-Produkte sind von Rewe. Du meinst, du bist vielleicht professioneller Vielleicht-Sager. Vielleicht. Ich will mich da nicht so festlegen. Oh, ja. Ja-Produkte. Ja. Wie gut Ja-Produkte. Habe ich tatsächlich gerade kein Tier. Muss ich also leider sagen, nein. Kein Ja-Produkt. Gott, mein Gehirn schwappt gerade über vor lauter Ja, Nein, Vielleicht-Sätzen. Das ist ja... ja, das verwirrt nicht minder. Ist aber vollkommen okay.
wär's mit, du sollst nicht langweilen. Das Stream ist sponsored by. Nee, auf gar keinen Fall. Ich weiß nicht. Manche Leute können das gar nicht beeinflussen. Also haben wir jetzt ja, vielleicht und nein als Antworten? Vielleicht. Zum Beispiel redet ganz häufig über Arbeitskollegen, die... hörst du mir überhaupt zu? Ich würde das Schwarze nehmen. Das Blaue? Ich habe ihm tatsächlich gerade nicht zugehört. Verliere niemals deinen Druckbuchstabe. Oh, verliere niemals deinen Druckbuchstabe irk, denn es ist schwer, einen Satz zu beantragen. Das stimmt. Das stimmt. Das ist wahr. Das ist sehr wahr. Das sollte man direkt als Gebot in Stein meißeln. Ganz wichtig. Schade, das wäre als Antwort richtig witzig gewesen. Das wäre richtig gewesen. Ah ja. Irk ist immer sehr schön. Guter Buchstabe. Sehr guter Buchstabe. Ganz, ganz wichtig. Und, wie schon gesagt, man sollte ihn nicht verlieren, denn es ist sehr schwer, ihn zu beantragen. Das ist ja irk komisch. Ja, mhm. Wenn das nicht so wehtun würde im Hals, wenn man das ständig ausspricht. Wie wär's mit, du sollst nicht jenen, die beeinflussbaren schlichten Gemütes sind, dein Weltbild aufquatschen? Auf keinen Fall. Genau das ist doch mein Plan. So einer ist er. Okay. Er versucht also, sein Weltbild leicht beeinflussbaren Menschen aufzuquatschen. Direkt unsympathisch. Direkt unsympathisch. Wie wär's mit, du sollst großzügig Hammer und Meißel an Fremde verborgen? Ha! Guter Versuch. Ja, stimmt. Wie wär's mit, niemals sollst du Dinge in Stein meißeln? Auch ein gutes Gebot. Das gefällt mir. Es ist, prägnant. Und ein Paradoxon. Ironische Augenzwinkern, das man sonst nur im Titel von Hip-Hop-Alben findet. Wow. Als ob! Und? Was sagst du? Das ist Quatsch. Perfekt. Das muss das Publikum erfahren. Er sieht aus wie jemand, der unter einer Brücke pennt. Aber woher hat er dann die Gardinen? Meine Damen und Herren, ich bitte um tosenden Applaus, Mumu, Wuhu und Kikeriki für Obdachmusik! Niemals sollst du Dinge in Stein meißeln. Ja, das ist gut. Der perfekte Abschluss der Reihe. Nein. Ich sollte noch so eines machen. Wirft es euch nicht zu viele Fragen auf? Was ist beispielsweise aus diesem Nächsten geworden? Oh ja? Die tauchen im zweiten Gebot auf und werden nie wieder erwähnt. Das ist ja voll gut. Wie ich es mir gedacht habe. Vielleicht hättest du es nicht meißeln sollen. Jetzt brauchst du noch ein Gebot, um dich mit deiner Community wieder zu versorgen. Ist das geil. Ob wer das irgendwie richtig ausspricht? Ich bin gleich wieder da, das ist okay. Janisho? Es ist auf jeden Fall irk. Ist ganz wichtig, ist ganz wichtig. Grohl macht sich die Haare, alles klar. Und der Prophet hat Dinge in Stein gemeißelt, die er gar nicht in Stein meißeln sollte. Weil er niemals Dinge in Stein meißeln sollte. Er hat ein Paradoxon geschaffen, als Gebot. Großartig. Brauchst du für das letzte Gebot noch ein paar Vorschläge? Nein. Diesmal brauche ich eine echte Vision. Ich will die Gebotstafel ein für alle Mal abschließen. Okay. Und als dein Produzent sage ich dir, niemals sollst du Dinge in Stein meißeln. Das ist eine sehr gute Sache als Ratschlag. Durchaus. Ach, Janosch. Oh, Janosch. Nee, ich glaube, das wird er niemals hinkriegen. Er hat ja schon Probleme mit dem R und mit dem G und dem, also dem K. Er kann ja schon R und A nicht. Oh, R und K kann er nicht aussprechen. Janosch würde das niemals für mich aussprechen können. Niemals. Niemals! Ja, Entschuldigung. So, wir haben jetzt hier noch ein paar Schrottritter, die eben schon dazwischen gequasselt haben. Weil sie der Meinung sind, hier, die sind die Community vom Propheten. Dann reden wir mit dir noch einmal mal. So ein lahmer Haufen.
Zeit, dass ein bisschen Rufus ins Spiel kommt. Rufus ist auch so ein allgemeiner Begriff für alles Mögliche. Action, Bewegung, Zerstörung, eigentlich alles, was mit negativen Kaputtsachen zu tun hat. Huhu, ihr da. Wisst ihr, wo es nach Kuwak geht? Kuh, was für ein Ding? Kuwak, ein Dorf südlich von Busa Westbock. Ah! Klingt nicht gerade nach dem Nabel der Welt. Ist es ja auch nicht. Unnütz und voll ekliger Fussel. Wie auch immer, ihr seid hier falsch. Aha. Aus Busa Westrock sind es bestimmt 4 Tagesmärsche. Selbst mit einer Schrottkarre bräuchte man einen vollen Tag. Dann vergiss es. Hier gibt es gar nichts. Erkan und Stefan? Ja, Erkan und Stefan. Kommt man nach Porta Rustica. Wenn dich jemand mitnimmt, schaffst du es vielleicht. Bevor der Chronicle in Richtung Kuwak aufbricht. Aber natürlich. Hast du das gehört, Goal? Es gibt noch Hoffnung. Jetzt müssen wir nur noch der Chronicle finden. Ja, wo ist der eigentlich? Jemand, der euch ein Boot leiht. Vielleicht findet ihr ja eines auf dem Jahrmarkt dahin. Auf dem was? Als ob da hinten einfach ein Jahrmarkt ist. Ich glaube, ich habe Mac Chronicle gerade gefunden. Ernsthaft? Sitzt er da hinten auf der Achterbahn und kommt nicht wieder runter? Das war ja lustig. Hey, da, Gevattern. Oh, eine Rokoko-Kokotte. Lucy muss den Champagner wieder abwaschen. Oder kurz im Champagner duschen, man weiß es nicht. Wer seid ihr eigentlich? Wir sind Legionäre. Wir haben in den Kolonialkriegen in Haldika gekämpft. Aha. Nun sind wir einfach ein paar verlorene Seelen ohne Aufgabe. Da hätte ich was für euch. Kleiner Tipp, die Affen tun es, um ihre Läuse loszuwerden. Bisschen witzig. Ihr wart im Krieg? Zu. Wir haben alle an etwas geglaubt. Wenn auch nicht unbedingt an dasselbe. Ach so, ja, schade. Mike da drüben glaubt an seine Bestimmung. Okay. Stoxy glaubt an den Markt. Ah. Ich glaubte, meine Ex-Frau würde mich dann nicht mehr nerven. Was ist okay. passiert? Sie hat die Nummer vom Legionstelefon raus. Das ist ungünstig. Im Krieg verliert jeder irgendwann seinen Glauben. Und ich glaub's nicht. Leidet ihr unter so einer Art Kriegstrauma? Der Krieg war hart und dreckig. Oha. Hart, dreckig und intensiv. Wo soll man hin, wenn man bereits alles erlebt hat? Gute Frage. Es geht immer irgendwie weiter. Das stimmt. Ich höre seine Worte. Aber du glaubst selbst nicht daran. Vielleicht haben wir mehr gemein, als es den Anschein hat. Sehe ich nicht so. Ich glaube, er vertut sich da ein bisschen. Der Typ in der Zeitung ist der. Was? Ist der Beste. Er hat die Augen zu und liest die Zeitung. Fehler oder gewollt. Momentan hat er die Augen geöffnet. Was treibt ihr hier? Abhängen. Chillen. Es gibt nichts mehr für uns zu tun. Darum beobachten noch alle offen, genau. Da oben. Er sucht nach einer Erleuchtung. Vielleicht inspiriert er uns ja. Außerdem haben wir gewettet, wie lange es dauert, bis er merkt, dass man ihm unters Laken gucken kann. Ja, das ist eine gute Wette. Bin ich dabei. Ich verschwinde lieber, sonst kriege ich noch Langweilitis. Tu, was du nicht lassen kannst. Und oftmals wichtiger, das, was du nicht tun kannst. Das ist der Typ von VLC. Nein, ist er nicht. Nur weil er das Icon von VLC auf dem Kopf hat, heißt es noch lange nicht, dass es der Typ davon ist. Könnte man meinen, ja. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Hey, da, Gevattern! Redest du mit uns? Okay, ich kann also mit den unterschiedlichen Geist nicht reden. Sonst kriege ich noch Langweilitis. Tu, was du nicht lassen kannst. Und oftmals wichtiger, lass, was du nicht tun kannst. Die Frage ist doch, was haben wir im Inventar? Wer hätte es gedacht? Gar nichts. Das überrascht ja wenig. Haben wir ein oder mehrere Ziele? Oh.
Hier liegt Rufus. Weltenretter, Spionage-Cowboy, Hintern-Model. Das ist ja unglaublich. Ich habe doch extra rufen lassen, ob ich einen Namensvetter im Hintern-Model-Business habe. Ich hätte doch nie aus den ganzen Flyer gedrückt. Das ist ein geiles Grab. Hintern-Model mag ich sehr. Da hat mich meine Augenärztin angelogen. Oder es liegt an mir. Dachte ich jetzt die Augen zu. Du hast wahrscheinlich hier die Augenränder von ihm gesehen. Hast gedacht, das wären die Augen. Was habe ich erwartet, im Inventar zu finden? Naja, zum Beispiel Sachen, die wir zum Schluss noch hatten. Ich habe immerhin die Echsenhaut noch vorher mitgenommen. Nee, wollte ich mitnehmen. Es war ja nichts mehr da. Wir hatten ja nur noch ein Handtuch an. Stimmt. Wo haben wir eigentlich unsere Klamotten wieder her? Ich sehe ein paar Logiklücken, ein paar Plotholes im Game. Was ist da los? Alles kaputt. Soweit das Auge reicht. Tja, willkommen in meiner Welt. Ja, das ist tatsächlich so. Dann gehen wir doch mal auf den tollen Jahrmarkt und haben ein bisschen Spaß. Da ist etwas Ronny mehr durchgekommen, Entschuldigung. Oh nein, ist das der Watten? Ist das der Buddha? Der läuft uns auch überall über den Weg, oder? Das ist eine Kamera, das ist eine Hand und da können wir in ein großes Loch gucken, um ein tolles Foto zu machen. Und das ist ein kleines Loch. Okay, habe ich verstanden. Mit einem Selbstauslöser. Aha. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Siehst du, sag ich doch. Nummer minus eins. Das ist Nummer minus eins. Also da Kassetten, die dir so nichts bringen würden, abgesehen davon, dass du die bei Goal einlegen könntest. Hey, Goal als kleines, plüschiges Tier? Wäre ich jetzt nicht abgeneigt, würde ich sagen. Verschwinde. Ich habe geschlossen. Moment mal, ich kenne dich. Du bist doch das Pfeifenkopfmännchen. Genau, der ist er. Sage aus Porta Fisco. Ja. Dazu hätte ich dich kaum erkannt. Du irrst dich. Ich war nie in Porta Fisco. Ja, und weil eine Glatze hatte ich auch nie. Weil es ja nicht stattgefunden hat. Ist, genau. Bis auf die Glatze. Du solltest dazu stehen. Aber wir werden uns noch mehrmals über den Weg laufen. So weit ist es also gekommen. Jetzt kennt schon jeder dahergelaufene Hans Franz die Zukunft besser als ich. So sieht's aus. Irgendwer hat mir meine Kristallkugel geklaut. Oh. Jetzt kann ich nicht mehr hell sehen. Da musst du dunkel sehen. Ich war ein kleines bisschen. Ich hätte da nämlich ein, zwei Fragen. Tatsache. Dann besorg mir eine neue Kugel. Als ob ich nichts betten. Wirklich. Als ob ich nichts Besseres zu tun hätte. Als dem Seher eine neue Kugel zu besorgen. Ein merkwürdiger Zeitvertreib. Andererseits ist das Wort Zeitvertreib an sich schon merkwürdig. Als wäre die Zeit ein böser Geist oder so. Als müsste man die Zeit unbedingt vertreiben, also weggehen lassen. Ja, ist tatsächlich ein sehr seltsames Wort. Schon richtig. Vielleicht reicht das ja schon. Eine polierte Bowlingkugel für den Seher als Kristallkugel. Wer weiß. Kannst du mir damit die Zukunft voraussagen? Ich sehe ein Loch. Wow. Weil meine Zukunft noch nicht geschrieben ist, nicht wahr? Nein, weil das eine verdammte Bowlingkugel ist. Hätte ja klappen können. Wahrsagen brauche ich eine richtige Kugel. Eine, in der man sich spiegeln kann. Nein, die Datasetten haben nicht Auswirkungen auf Golds Körper, aber sie wäre halt lieb und kuschelig. Ich weiß nicht, ob die Datasetten Auswirkungen auf Golds Körper haben. Ich glaube nicht, dass sie dann klein und plüschig werden würde. Nein. Da ja das Golds-Datasette ein Bewusstsein hat, während die anderen ja... während die ganzen anderen eine ganze Lebensform beinhalten. Ja.
Aber ich würde Goal lieber so nehmen, wie sie gerade ist. Ja, das ist ja auch die originale Goal. Das ist ja die Goal, die man als Goal anstrebt, als Goal zu haben. Ergibt das Sinn? Bin mir gerade nicht sicher. Aber ihr wisst, was ich meine. Okay, ich kann den Seher also nicht damit verarschen, zu sagen, hier, pass auf, das hier ist eine Bowlingkugel, jetzt sag mal, was war. Jawohl! Was ist denn hier? Oh, ein Wurstbot. Natürlich! als wenn die Geschichte nicht schon Wurst genug wäre. Bin wieder da. Sorry, muss mein Hund kurz rauslassen. Kein Problem. Welcome back. What happened? Wir sind im Steinbruch gewesen, haben uns mit drei Leuten unterhalten, haben einem Propheten gesagt, er soll als drittes Gebot reinschreiben, oder als viertes Gebot, ein drittes Gebot reinschreiben, er soll nichts in Stein meißeln, was er daraufhin in Stein gemeißelt hat. Dinge halt. Hast du dir neuen Champagner geholt? Ja, nice. Hau den Lukas, easy. Wow. Rufus ist noch nicht mal annähernd stark. Noch nicht einmal annähernd. Mensch, da passiert ja gar nichts. Das ist ja dolle. Denn? Wie unfair! Das Spiel trollt schon ganz schön hart, oder? Das Drosselglied, der Spielverderber unter den paramechanischen Bauteilen. Kann nicht wahr sein. Ein Drosselglied liegt ja einfach so rum. Wirklich? Ach, jetzt geht gar nichts mehr. Hier läuft gar nichts. Irgendwas scheint zu fehlen. Ja, das Drosselglied. Ich glaube, Rufus hat das Ding höher geschlagen, als ich es je getan hätte. Ja, okay. Aber die ersten Lampen zu erhellen, das ist jetzt nicht so schwierig. Behaupte ich beim jugendlichen Leichtsinn. Wo ist die Angel? Können wir nicht Entchen einfach so fischen? Ach, schade. Mit dem Hammer die Scheibe einschlagen. Ja, die Scheibe wird halt nicht angezeigt. Können wir mit dem Hammer auf die Entchen hauen? Also so langsam, man bekommt ja schon so gewisse Vorstellungen, wie das Spiel funktioniert. Und nachdem wir jetzt so viele Tiere getötet haben, ich habe da einfach keine Skrupel. Geht nicht. Noch eine Niete. Gut. Was für ein Gedankengang. Aber ich muss sagen, dass ich, glaube ich, noch nie Howling Lucas ML jemals getestet habe, nicht? Das gab es bei uns mal auf dem Jahrmarkt tatsächlich. Ah, egal. Also, wenn wir den Hammer haben, können wir nur auf Howling Lucas draufballern tatsächlich. Sobald ich auf das andere draufklicke, legt er den Hammer wieder hin. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Und meine Abenteuer. Ja, ah, und deine Abenteuer haben zwei Enden. Ach so. Hallo? Saftladen. Tja, der funktioniert wohl gar nicht. Können wir wenigstens Ketchup und Senf mitnehmen? Nee. Oh, da geht's bestimmt zum Tunnel of Love. Bei mir immer nur dieses Breakdance. Ach so, ja, ja. Herausforderung da. Selbst wenn ich den Eingang finden würde. ETF, was? Ah, das ist ein Spiegellabyrinth. Ach so. Oh,
Ich glaube, ich habe McChronicle gefunden, glaube ich. Hey, da ist ein Ring drin. Cool. Ich glaube, dafür benötigt man einen kleinen. Oder ein Hammer. Kräfte gegen 20 Jahre alte Keime. Kräfte gegen 20 Jahre alte Keime. Ich glaube, dafür benötigt man einen kleinen. Immunkräfte gegen 20 Jahre alte Keime. Ja, McChronicle hat mega Fun mit dem Ding. Ich habe auch keine Lust, ihn zu befreien, weil man sieht ja, wie viel Spaß es ihm macht. Also von daher, ich will auch gar nicht groß stören. Na, was funkelt denn da so mysteriös auf dem Boden des Grunds? Oh, nur ein Schlüssel. Ich dachte, es sei ein Spiegel. Sehr enttäuschend. Sehr enttäuschend. Aber wie kommen wir denn jetzt an den... Wir haben nichts zum Rausfischen, ne? Ein Tuschkasten? Ich hasse Tusche, die hält weder auf Jetpacks noch auf Testpiloten. Frech. Nicht einmal auf Wenzels Gips am nächsten Tag. Er nimmt aber trotzdem mit, ne? Toll. Hilfe! Abgeschlossen. Verrummelt. Oh. Das Wortspiel. Ach, nicht schon wieder Kleingeld. Genau wie beim Pastetenautomaten. Oh ja. Dieser blöde Pastetenautomat. Das war auch dolle. Wir kriegen ihn. Ah, da ist ein Zuckerherz. Hab ich gar nicht gesehen. Oh. Was Geräusch! Schon lautet die Botschaft ganz anders. Als ob er einfach "Ich liebe Lou" geschrieben hat. Es war so offensichtlich, dass er "Goal" hätte schreiben können. Genau mein Humor. Oh nein, ist das bescheuert. Ich liebe Lou. Was eine Scheiße. Oh, ist das blöd. Puh. Das Hotel war lustig. Das war definitiv lustig. Man konnte sehr viele Sachen machen, Tatsache. Ah. Okay, das war die Achterbahn. Ins Spiegellabyrinth kommen wir nicht rein, weil es einfach zu hell ist und wir gegen die Spiegel gegenlaufen. Ich hasse Tusche, die hält weder auf Jetpacks noch auf Testpiloten. Ja, nicht einmal auf Wenzels Gips am nächsten Tag. Wenn wir irgendwas anmalen. Ich würde ja gerne die Augen etwas betonen, aber dafür müsste sie zunächst mal Augen haben. Ich verstehe. Es lohnt sich nicht, meine Sachen durchzunummerieren. Spätestens beim Kapitelwechsel verschwinden sie ja doch wieder, unerklärlicherweise. Ja, komisch. Das war eine clevere Idee, aber nicht smart umgesetzt. Der Rezeptionist ist einfach der beste Mann gewesen. Seine Sprachkünste, großartig. Die Gestiken, Schauspielerei. Bester Mann, hat mindestens 3 Auszeichnungen verdient. Ganz großes Ding. Oscar-verdächtig. Bei meinem Orientierungssinn stellt es ja wohl kaum eine Herausforderung dar. Selbst wenn ich den Eingang finden würde. Er findet noch nicht einmal den Eingang. Alles klar. Wir haben eine Bowlingkugel, ein Drosselglied, Wassermalfarben und ein Zuckerherz, auf dem draufsteht: "Ich liebe Lou." Der Rezeptionist am Telefon war sehr gut, oh ja. Der war auch sehr chillig tatsächlich. Das war ein ganz entspannter Kollege. Hier läuft gar nichts. Irgendwas scheint zu fehlen. Oh, lass mich raten. Ein Drosselglied? Ha, Mensch, Überraschung.
diese Kulisse. Das würde den Eindruck der falschen Fototapete erwecken. Tatsächlich. Ja, dann ändern wir das doch. Nein, das ist meine Seite. Und mein Gesicht muss man nicht mit Tüdelkram behängen. Das spricht für sich. Ach so, Entschuldigung. Ich weiß nicht. Mir gefällt das Motiv irgendwie. Ist doch witzig. Ja, wenn Goal jetzt noch da wäre, wäre das auch kein Problem. Wahrscheinlich. Die Kamera liebt mich. Sie kann es nur nicht immer zeigen. Ach so ist das. Viele Hände schaffen ein schnelles Ende. Deshalb schlafe ich für gewöhnlich mit einer Laubsäge unterm Kopfkissen. Aha. Good to know. Warum können wir die Hand mitnehmen? Das ist ja total bescheuert. Wer weiß, wozu es gut ist. Rezeptionist, welche Zimmernummer haben Sie? 5. Rezeptionist, oh, Sie armes Schwein. Das war schon schön, das stimmt, das war sehr gut. Na Moment, wir haben jetzt eine Hand. Damit können wir Dinge tun. Zum Beispiel... Dafür kann ich meine eigene Hand benutzen oder mein Köpfchen. Hier haben wir auch noch diesen lustigen Gulli bei der Achterbahn. Vielleicht können wir mit der Hand den Schlüssel eventuell fischen. So Mist, sie passt nicht durch das Gitter. Nach Wenzel, Bose und McChronicle ist das jetzt schon die vierte rechte Hand, die sich als große Enttäuschung erweist. Wow, Alter. Ah, die Hand hat schon so einen Zeigefinger. Das muss doch irgendwas zu bedeuten haben. Dafür benötigt man Kleingeld. Und Immunkräfte gegen 20 Jahre alte Keime. Geil, gleich nochmal die Hotel-Streams nachgucken. Voll gut. Rufus, wie finde ich das Zimmer denn? Rezeptionist, wahrscheinlich furchtbar. Das ist richtig gut. Wer braucht schon Schlüssel, wenn er über solche Arten wie Einfallsreichtum verfügt? Einfallsreichtum ist auch nicht mehr, was er mal war. Wir müssen das Rezept geändert haben. Auf jeden Fall. Das Rezept von Einfallsreichtum. Man kennt es. Okay, das war meine Idee zu dieser Achterbahn. Da muss McChronicle noch ein bisschen länger ausharren. Ich denke mal nicht, dass wir die Hand brauchen, um durch der Spiegelkamm mitzugehen. Nee, das geht nicht. Bei meinem Orientierungssinn stellt... Selbst wenn ich den Eingang finden würde. Okay. Habe ich was ver... Oh, Alter. Ja gut, hier, das ist klar, dass da nichts geht. Das ist logisch. Hier funktioniert sowieso nichts mehr, weil das Drosselglied, das fehlt ja. Das könnte diesem verdammten Lukas so passen. Funktioniert das nicht? Und hier mit der Bowlingkugel? Das könnte diesem verdammten Lukas so passen. Schade. Aber können wir die Hand in die Bowlingkugel stecken? Ich muss mir wohl eingestehen, dass meine Kenntnisse der Bowlingregeln bestenfalls lückenhaft sind. Schade. Wäre eine Idee gewesen. Können wir die Hand nichts anmalen? Es lohnt sich nicht, meine Sachen durchzunummerieren. Spätestens beim Kapitelwechsel verschwinden sie ja doch wieder. Unerklärlicherweise. Die Stelle mit dem Pelikan war gruselig. Was für ein blöder Pelikan. Immer noch, auch im Nachhinein. Okay, jetzt gehen wir nochmal... Ah, hier geht's nochmal weiter. Hier sind wir noch nicht gewesen. Jo, wer ist er denn? Und wer ist sie? Pimpi und Schnicksi? Was? Schon praktisch, diese Kästen. So werden ausgelesene Zeitschriften nicht dreckig. Auf jeden Fall. Sehr praktisch. Oh, die aktuelle Ausgabe der Hertz. Erst kümmere ich mich um das Boot, dann um die Reiselektüre. Perfekt. Der sieht halt aus wie der Joker in Breit. Und sie hat einfach keine Augen und besteht nur aus einer Unterlippe mit Ohrringen. Ja, ein Zudingser und seine Begleitung. Auf jeden Fall. Natürlich neben dem Lovometer. Ganz klar.
Meine Güte. Ein seltsames Paar. Und alles echt. 100% Natur. Sagt er und glänzt beim Goldzahn. Hey, Burschi. Lust auf eine Spritztour im Boat of Love? Zufällig suche ich tatsächlich ein Boot. Ich muss noch vor Sonnenaufgang in Porta Rustica sein. Die Liebe lässt sie nicht setzen, Freundchen. Die Tour ist nur für verliebte Pärchen. Kein Problem. Easy peasy deasy. Ich bin mit meiner Freundin hier. Wow, hätte nicht gedacht, dass du eine Freundin hast, so wie du rumläufst. Du vielleicht, Darling? Meine Oma heißt Gundula. Das schreibt man mit U. Oh, so eine bist du. Ich auch. Aber wenn es so ist, steck einfach ihr Foto in den Love-O-Mark. Wieso denn jetzt Foto? Du willst verliebt sein und hast nicht einmal ein Foto von ihr im Portemonnaie? Das ist ein Portemonnaie. Ohne Foto, keine Tour. Ist es nicht so, Darling? Ich habe mal eine Katze gesehen, die war rot und braun und weiß. Oh. Du sagst es, aber sei nicht traurig. Du findest auch noch deine große Liebe. Als Trost habe ich hier einen Bratwurstchip für dich. Geil. Als ob Goal jetzt um die Ecke kommt. Sie verleihen das Boot nur an Verliebte. Tja. Ich weiß, klingt super. Aber sie wollen ein Beweisfoto. Das ist ja wohl das schwammigste Problem, das ich bislang zu bewältigen hatte. Bewältigen? Meinst du nicht, dass... Keine Sorge, ich mach das schon. Du kennst mich ja noch nicht so gut, aber ich bin ein Profi, was Romantik betrifft. Auf jeden Fall. Zuerst muss ich die drei Teilaufgaben rausfinden. Es gibt immer drei Teilaufgaben. Was? Bleib einfach hier, ich bin mal zurück. Das... Wie du meinst. Rufus macht wieder mal alles falsch. Er vermasselt es sich schon wieder bei Goal. Das ist nicht gut. Ich kann das nicht gut heißen. Es könnte auch ein Clown auf einer Cover-Mission sein. Ja, unbedingt. Woher weißt du, was ich damit sagen wollte? Ich bin zwar nicht aus Deutschland, aber ich bin mir sicher, dass ich weiß, was es heißt. Seriously. Natürlich. Sein Typ, der eine 3-jährige Ausbildung hinter sich hat, um Dinge zuzuhalten. Ist euch eigentlich auch die Stimme aufgefallen? Kann das sein, dass der Kollege hier von Poki synchronisiert wird? Ich habe da so ein paar Vibes. So ein bisschen. Aber es sind wieder alles Stereotype, die da abgeritten werden, ne? Die dumme Blondine mit den großen Brüsten, total dumm. Alle Stereotype. Ich lerne Deutsch mit 9 Klässlern, was denkst du von mir? Ja, das, was Chris sagt, stimmt schon mit den 3 Jahren. Hattest du auch kurz gedacht, aber irgendwie nicht? Doch, ich bin mir relativ sicher, dass das Poki sein muss. Wurst kann ich für Sie Wurst? Was gibt's denn so? Was gibt's denn so? Was? Und was soll ich dann essen? Du denkst, du hast es schwer? Ich habe eine Familie zu ernähren. Was? Wer ist er denn? Ich habe eine Familie zu ernähren. Eine Wurst bitte. Wurst ist aus. Ich dachte, das hier ist ein Wurststand. Packen Sie mich darauf aus? Da bist du schon demütig genug. Wow. Ah. Verstehe, mit dem Kostüm und allem. Kannst du noch einmal nachgucken? Das wäre nicht die erste Rolle, die er sprechen würde, genau. Plapp! Tschüss, Wurstbot. Sicherungen. Die Langweiler und
unter den paramechanischen Bauteilen sind nicht mal richtig para. Sind nur mechanisch. Aha. Ihr stellt mir natürlich die Frage, was genau können wir jetzt damit anrichten? Oh nein, wir können die... Oh, wir können die nicht mehr rausnehmen? Oh, blöd. Ich wollte das jetzt gerade in den Wurstpott reinpacken. Wenn wir jetzt da eine einfache Sicherung reinstecken, ne? Aha! Lass uns ein Entchen ziehen! Nicht lang genug? Oh! Nochmal da links. Oh! Ich hab da eine Idee. Ah, geil. Ist ja super. Naja. Geht das nochmal? Ist schon kaputt. Guck mal in diesem Glaskasten-Spiel-Dings-Teil, sitzt da was sich anguckt. Was? Wo warst du der? Ja, ein Fisch! Ein Tiefseefisch! Hahaha! Geil! Das heißt, Moment, das sind ja alles Nieten. Zersetzung, Hochverrat! Betrug! Da ist die Magnetangel. Mit diesen Betrügern spiele ich nicht mehr. Warum denn nicht? War doch lustig. Ja, dann gehen wir zur Achterbahn. Nehmen uns jetzt unsere Magnetangel und angeln uns den Schlüssel. Na, dann wollen wir. Easy! Ha, es hat geklappt. Meine selbstgebaute Magnetangel war trotzdem cool. Auf jeden Fall, Rufus. Ach, ach komm! Jetzt sammeln wir Kleingeld auf, um das in den Kaugummiautomaten zu packen? Ernsthaft jetzt? Münzen gehen dabei drauf. Wie viel Pech kann man eigentlich haben? Nein! Es ist deprimierend. Als ob jetzt ein Vombatter herkommt. Und er. Ja, genau. Echt mal. Das passt schon wie Schnabeltiere. Der an der Kasse von der Achterbahn sieht aber auch sehr gut aus. Ja, er hat echt gut abgenommen. Also, die Diät muss er ja mal verraten. Funktioniert bestimmt super. Das könnte auch ich sein mit dem Kaugummi-Ding. Ja, ich auch. Ohne Probleme. Toll, jetzt haben wir 3 Kaugummis. Das ist ja Premium. Also dann,
Mann gegen Wombat. Genau. Unsportlicher Kampf. Ja, Wombat gewinnt zum Vorteil. Hey, warte. Au, au. Andererseits, wenn ich diesen Wombat ganz alleine besiege, glaubt mir das ja nachher niemand. Ich sollte den Rufus, Alter. Junge, Junge, Junge. Ah, das war ja wieder herrlich. Wir haben schönen Progress gemacht. Wir haben Elysium verlassen, sind jetzt wieder auf Deponia, auf einem Jahrmarkt irgendwie. Haben Leute wieder getroffen, die wir schon mal gesehen werden. Und stehen nun vor einer neuen Herausforderung. War doch schön. Ich bedanke mich für heute ganz herzlich bei allen, die zugesehen haben. Und auch bei allen, die im Chat aktiv gewesen sind. Ich persönlich habe sehr viel Spaß gehabt mit dem Spiel und natürlich auch mit euch. Und hoffe, dass wir uns dann, wenn es euch gefallen hat, in einem der nächsten Streams dann wiedersehen werden. Geplant ist das regelmäßig quasi am Donnerstag um 18.30 Uhr, wo es dann mit Deponia weitergeht. Ich mache jetzt so eine kleine Pause und werde danach nochmal ein, zwei Stündchen in Cyberpunk reingucken, weil ich das lange nicht mehr gemacht habe. Das werde ich auch nochmal streamen. Also wen es interessiert, da bin ich gleich in 10, 15 Minuten bin ich dann wieder online. Ansonsten geht es am Donnerstag weiter mit dem Podium um 18.30 Uhr. Und ich stecke auch nochmal einen Eiswürfel nach, nur weil ich es kann, weil ich es gerade gelesen habe. Ich wünsche euch einen wunderschönen Restabend, eine wunderschöne Nacht, einen wunderschönen Mittwoch und vielleicht sogar bis Donnerstag. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Will noch zu sagen, ich bin Lückris. Das war Deponia Doomsday. Ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal. Tschaußen.